Die Preisfrage in ganz Europa? Wer ist schneller, das Virus oder die Impfkampagnen? Nach Kritik an einem schleppenden Start erfasst Frankreich neue Gruppen von Impfkandidaten und hofft bis Ende des Monats 1 Million Menschen zu schaffen. Jetzt haben über 75-Jährige Zugang und Hochrisikogruppen, etwa Leute mit ernsten Gesundheitsproblemen. Bisher hatten nur 250.000 Menschen ihre erste Dosis, jetzt wird mit 6,4 Millionen Impfkandidaten gerechnet. Nebenan hat Italien bereits 1 Million Menschen geimpft und beginnt nun mit der Verabreichung der zweiten Dosis des Pfizer-BioNTech-Serums. Ärzte und Krankenschwestern hatten für die italienische Regierung Vorrang. Eine Ärztin, die gerade ihre zweite Dosis bekam: Beim ersten Mal hatte ich überhaupt keine Nebenwirkungen und gerade eben bei der zweiten Dosis spürte ich überhaupt nichts, nicht einmal den Stich. Also alles okay? Wir mussten 20 Minuten mögliche Reaktionen abwarten und jetzt gehe ich nach Hause. Alles in Ordnung. In Spanien hat eine 85-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims gerade ihre zweite Dosis bekommen. Die spanische Regierung, die auch den Moderna-Impfstoff nutzt, will bis zum Sommer 70% der 47 Millionen Einwohner Spaniens schaffen. Mögliche Nebenwirkungen von Covid-Impfstoffen rufen Impfskeptiker auf den Plan. Norwegische Behörden raten bei todkranken älteren Menschen zur Risikoabwägung angesichts einer überschaubaren Anzahl von Covid-Todesfällen in der Gruppe. Der medizinische Direktor der norwegischen Arzneimittelbehörde: Wir machen uns da keine Sorgen. Es gibt keinen Grund, den Impfstoff zu fürchten. Wir wollen nur mit einer kleinen Gruppe sehr kranker Patienten etwas vorsichtiger umgehen. Ansonsten sehen wir kein Problem, weiter zu impfen. Und Großbritannien erweitert sein Impfprogramm auf die dritte und vierte Prioritätsgruppe. 3,8 Millionen stehen inzwischen auf der Liste. Ein makaberer Wettlauf. Während das Programm hochgefahren wird, kommt alle 30 Sekunden jemand in England mit Coronavirus ins Krankenhaus. Die weiteren Aussichten: Erste Impferfolge meldet Israel über seine vergleichsweise schnelle Impfkampagne. Eine Krankenkasse berichtete von 60% weniger Infektionen 2 Wochen nach der ersten Dosis.